So, willkommen zurück zu unserem schönen kleinen Mega Man My Little Pony Hack. Natürlich, wenn man mit dem Force. Ja, Pinkie Pie, die Spaßkanone. Letzte, die übrig bleibt. Die Stage kommt mir irgendwie bekannt vor vom Außen her. Ich glaube, sie sieht aus wie Red Ray. Wie das Spiel von Wolf, was er mal probiert hat zu No Death, was er später noch geschafft hat. Okay. Aber ich kann den Namen nicht mehr. Jedenfalls ziemlich nette Stage. Passend zu Pinkie Pie. Alles bunt, alles fröhlich, Zirkus und so weiter. Sieht nice aus. Passt charakterlich ziemlich gut. What the hell? Oh mein Gott! Vorsicht, der macht guten Schaden. What the fuck war das denn eben? Das passt sowas von zu Pinky. Dieses Verrückte. Okay, das war jetzt ein bisschen glitchy da drin. Dass ich da getroffen wurde, what the fuck? Was ist das für eine Trollstage? Oh lol! Es passt sowas von zu Pinkie Pie. Ui, ui, ui. Sie hat also Trollblöcke eingebaut in den Boden. Unsichtbare Trollblöcke. Lol. Oh, Pinky, du bist lustig. Da hinten gibt's ein Leben. Auch wieder sehr passende Musik hier. Wie man einfach mal quer durch die ganze Stage fällt, durch die Blöcke. Das ist wirklich Pinkies Wunderland hier unten. Oh mein Gott, das war auch schon die Stage. Okay, das sieht nice aus mit den Vorhängen. Ist zwar ein bisschen glitchy, aber schön. Schöner Effekt. Ja, Pinky, was könnte die Waffe gegen dich sein? Man kann es ja spätestens bei den Great Eight ausprobieren. Was gegen wen die Waffe ist. So, was kannst du, Pinky? Ah, okay, du schießt mit Ballons. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Mit ihren Ballons. Und verwandelt sich in ein Törtchen und bist ziemlich schnell vom Fenster. Okay, Törtchen Pie ist weg. So, damit haben wir jetzt alle einmal durch. Jetzt müssten theoretisch ja die Dark Robot Master kommen. Party Bloom. So, was kommt jetzt? Okay, lol. Sag bloß jetzt schon Secret Island? Lol.
kamen da nicht sonst die Dark Robot Master? Interessant. Das ist sehr interessant. Das gibt's im Original Mega Man 3 aber nicht. Hm. Oh, die Musik ist wieder zu genial. Da-da-da. Ja, was kannst du zur Musik sagen, Cirax, von dem Hack? Oh, ich habe ja das Spiel bisher gemutet gespielt. Also kann da nicht großartig was sagen. Ach so, ja, stimmt, ja, wegen der Aufnahme. Das scheint ein witziges Game zu sein. Ja. Und ich kann's unterschreiben. Es ist ein witziges Game. LOL. Also ich bin jetzt durch. Interessanter Spikefall. Das ist auch geil mit dem Dunkel hier unten. Ich würde aufpassen, wo du hin darfst. Ich bin zwar vorher nicht runtergefallen, aber ich weiß nicht, ob da man da runterfallen kann. Ja, deswegen bleibe ich dir mal im Licht. Diese awesome Grafik und diese awesome Musik. Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Also ich kann es nur im... LOL. Oh, lol. Was war das denn? Oh, das ist ein Lavasee, wo sich mal reinspringen. Etwas spät gesehen. Na, was schmeckt ein gebratenes Pontenfleisch? Okay. Okay, da geht's runter. Sag ich mit meiner Vermutung doch richtig. Aber wir haben ja genug Leben. Ich bin nochmal froh, dass Mega Man nicht der Protagonist ist. Ja, fucking Mega Man. Wie ein Troll Tag ein Tag aus. Mal möchte er nicht springen, mal dreht er sich nicht um. Mal möchte er nicht schießen. Mal rennt er plötzlich los. Es ist zwar nicht so schlimm wie die Steuerung von fucking Mario auf dem NES. Aber sie könnte besser sein. Schöne Idee mit der Lava hier unten. Der Hitbox, muss ich sagen, das fällt jetzt nicht so auf beim Spiel.
Ah, das ist jetzt nicht so krass. So, mal gucken, wer jetzt drauf hier wartet. Discord Shocking System. Das Ding macht aber ziemlich viel Schaden. Es ist auch ziemlich schockierend. Ja. Schockierend. Oh lol, was ist das denn? Das ist die Insel. Das Fort Knox von der Disco. Ah. Vorsicht, die Steine sind instant kill. Das ist interessant. Oh lol, Instant Kill Stones. Tja, die Twilight, die ist nach dem Johnny schon richtig weit. Da ist sie richtig stoppt. Ich hätte sie mal in Ruhe gelassen. Die scheiß Ledermaus. Du musst da als Zweiter springen, dann kannst du sie abschießen. Ja, man sollte vielleicht doch besser timen. Ja, da habe ich mich vorher auch ein bisschen blöd angestellt. LOL. LOL. Hä? Was ist jetzt los? Okay, die Cutscene kannte ich jetzt noch nicht. Ich auch noch nicht, weil ich immer auf Continue gedrückt habe. Weil ich gedacht habe, was ist jetzt los? Wenn ich bestimmt jetzt auf Stage Select drücke, dann muss ich alles nochmal machen. Oh, man muss sogar alles nochmal machen. Deswegen immer auf Continue drücken. Ja. Oh, ich hasse die Frösche. Weil man sie nicht trifft. Ja. Irgendwas nicht vernünftig trifft. Man kann sie ja nur beim Springen treffen, was ich nicht verstehe. Oh lol. Da ging schnell ab. Da ging's sehr schnell abwärts, ja. Wie man diese Frösche einfach mal gar nicht trifft.
Einer der Punkte, wo ich Mega Man 3 sehr kritisiere. Diese scheiß Gegner. Ja, es ist eigentlich auch nicht mein Favorit. Welcher ist denn dein Lieblingsteil von Mega Man? Uff, schwer zu sagen. Eins glaub, ganz bestimmt nicht. Ich glaube der sechste. Echt? Fünf oder sechs muss es sein. Also im dritten hat den besten Wasch. Normalerweise. Also heißt nicht, dass er gut ist. Der vierte gefällt mir eigentlich am meisten. Im fünften gibt es ja Unmengen an Leben. Obwohl der fünfte ist ja eigentlich auch sehr genial. Ja, das stimmt. Also ich tendiere zwischen 4 und 5. Im fünften habe ich ja damals den Final aufgenommen. Zum sechsten kann ich leider noch nicht so viel sagen. Weil ich ihn kaum gespielt habe. Stimmt, der fehlt ja noch. Der fehlt dir noch in deiner Reihe. Naja, aber für was hat man nochmal einen Adventskalender? Oh, stimmt, das ist die Technik von Heatman. Schau mal deine Live an. Oh ja, ein halbes Herz nur noch. Es hat meinen Huf quasi berührt. Ja, und der Sprung war verkackt. Heute möchte ich im Tisch wohl gar nicht. Es hat generell seine Macken. Ja, aber oh, meine Güte. Oh. Ich kann mich ja kaum auf der Timeline bewegen. Und da gibt's schon keine Rückmeldung. Ach, das kenne ich, das Problem. Das kann ziemlich nerven. Wow. Aber großzügig. Es bekommt sogar keine Rückmeldung, wenn ich heranzoomen möchte. Ja, ist natürlich dann unvorteilhaft. Und dann möchte Tech Smith, dass man dafür 100 Euro plättet.
Ich weiß nicht, in welcher Welt er lebt, aber ich glaube, der lebt hinter dem Mond, oder? Also maximal 100, ja gut, aber nicht 200, 300 Euro. Für so ein verbuggtes Teil, welches unendlich Leistung frisst und sich ständig aufhängt. Ja, das stimmt. Und für seine Kosten auch noch wenig kann. Ich muss gerade an Woodman denken, wenn ich mir den Walzer angucke. Dann bräuchte ich hier ein bisschen Feu. Wie in Mega Man 7. Stimmt ja. Den Wald anzünden. Brandstiftung! Immer noch besser als das hässliche Darkwing Duck Level von damals. Von Mr. Buxbaum. Gegner everywhere. Mr. Wixbaum. Das Race gegen Bull. Ja. War ja bis zum Level da spannend. Damit hat's dann auch gehört. Hätte ich das Level geschafft, wäre ich dem Wolf nochmal richtig gefährlich geworden. Ich glaube, wenn es gratis gewesen wäre, hätte er, glaube ich, keine Chance gehabt. Hätte er, glaube ich, keine Chance gehabt. Ja, wir haben ja da mal so eine Random-Aufnahme mal gemacht. Der ist ja auch schwer, ist er ja total eingeknickt da. Lol. Na gut, ich war jetzt zwar auch nicht wirklich in Form bei Gradius, das war ja mehr random, aber ich habe ja da schon das halbe Spiel durchgeflogen. Und dann auf Mittel. War die Konzentration blöd, weil es ja schon spät wurde. Und dann hat er gemeint, er wäre besser als ich in Gradius. Nur weil er auf Mittel etwas weiter kam. Oh lol. Der ist auf Mittel genauso weit gekommen wie ich auf Schwer. Obwohl da A die Projektile langsamer sind und B weniger davon rumfliegt. Und C weniger Gegner sind. Und die Gegner keine Special Moves haben. Ich würde, ich gebe dir einen Tipp, benutzt doch Trixies Waffe und geh ganz nah an ihn heran. Falls du jetzt nochmal einen Schuss überlebst, dann blätterst du ihn. Schieß dann ganz schnell. Jetzt! Kannst du wie ein Maschinengewehr abfeuern. Oh lol. Nee, mein Ernst, vorher habe ich den Gegner so geblättet. So, und hier gesetzt man Cut erstmal, das war's heute von Discords Contest. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.